Ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Horizon 2 und damit zu der nächsten Veranstaltung, und zwar die Veranstaltung Sports Utility, oh Gott, Heroes Championship wo sind wir jetzt aktuell? In Gian Giovanni. Wir starten einfach mal. Ich bin jetzt hier gerade hier unten, dann starten wir natürlich hier. Und da gehen wir schon zum ersten Rennen. Ja, wir hatten eine Offroad-Meisterschaft ausgewählt, weil wir die angefangen hatten schon in der Stadt. Und ihr wisst ja, ich beende immer die angefangenen Veranstaltungen, bis wir dann eine neue auswählen können. Und ja, dann schauen wir mal. Hier kennt ihr das Spiel, wir machen ein Foto, denn wir brauchen ja noch ein Foto für unser Fotoalbum. So, das heißt, wir gehen einfach mal hoch. Muss natürlich jetzt mal gucken, wie wir das machen können. Zwei? Okay. Warte mal, wir testen mal was aus. Okay. Liegt nicht daran, dass das verschwommen ist, sondern liegt wirklich daran, dass wir nur zwei hier haben. Und hier haben wir auch keinen. Okay. Also fehlen uns jetzt noch bis zur nächsten Auszahlung vom Bonus 10 Autos, die wir fotografieren müssen. Kriegen wir hin, denke ich mal. Also, ich bin gut drinne. So, damit haben wir dann schon die ersten 20 Punkte eingeheimst. Ah, kurz vorm Stufenaufstieg. Kurz vorm Stufenaufstieg. So, das nächste Rennen wählen wir aus. Und das wird dann
das sein hier. Das heißt, wir fahren hier über Gelände, sprich über Straßen und Feldern und alles, was da drin ist. Und wir saugen hier mal wieder unsere Augen richtig schon rein von außen und fahren Bäume, Büsche und alles um, was uns im Weg kommt. Für immer. Und ja, steigern natürlich unsere Fertigkeitsketten. War sehr falsch. Okay. Das jetzt. Und ja, hauen wir mal natürlich unsere Fähigkeitskette hoch. Sprich, wir schalten natürlich auch am besten immer Fähigkeitspunkte frei, die wir brauchen. Viel fehlen mir jetzt natürlich nicht, um alle freizuschalten, alle Fähigkeitspunkte müssen. Ah, shit. Ach, Mist. Egal, wir schon zurück. Fähigkeitskette ist sowieso verloren. Die wäre schön hoch gewesen. Das war natürlich ein bisschen doof gelaufen. Aber ist bestimmt nicht wieder zu. Ja, genau. Einfach mal wieder gegen den Baum fahren. Wie immer. Warum stehen eigentlich die Bäume immer im Weg? Das gab's doch mal eine saftige Fähigkeitskette, oder? Und das ist schön gefahren. Nochmal 20 Punkte. So, cool. Dann haben wir das zweite Rennen beendet. Stufenaufstieg. Weil Spin freigeschaltet. Können wir eigentlich im Anschluss, wenn wir noch Zeit haben, mal machen. Ich glaube, wir haben sogar, ich glaube jetzt irgendwie den 7. oder 8. Spin. Aber wir fahren jetzt erstmal das Rennen. Thank you.
starten hier das dritte Rennen jetzt. Und schauen wir mal, was das Rennen uns bringt. So, den ersten Platz haben wir uns gesichert. Schauen wir mal, ob wir den halten können. Das war natürlich gut, ne? Wieder Fähigkeitskette weg. Naja, gut, egal. Wie gesagt, das ist nicht die beste Kombi, die noch ist. Mal gut, mal schlecht. Für die nächsten vier Fähigkeiten fehlt uns auch noch viel. Ah, danke für die Info. Habe ich gar nicht mitgekriegt. War voll unüberlegt. Aber jetzt kann ich durchspielen. Arbeit. Noch ein Sieg, weitere 20 Punkte. So, cool. Und dann machen wir eine Schnellreise zu der Veranstaltung, zu der letzten Veranstaltung, zu dem letzten Rennen der Veranstaltung, so. Und dann schauen wir mal, ob wir das auch für uns entscheiden können. Und ob wir am Ende dann wirklich komplett als Sieger rausgehen aus der Meisterschaft. Und somit natürlich alles klar. Für die Möglichkeit, das heißt, du machst das toll. Ja. Du musst nur noch das nächste gewinnen. Dann gehört die Meisterschaft dir.
Schön aufpassen wegen der Fähigkeitsstufe. Natürlich immer noch gerne steigern, klar, aber aufpassen, dass wir sie nicht verlieren. Wäre jetzt ärgerlich. Einmal zurückspuren. Ich käme jetzt da irgendwie komischerweise im Baum fest. Warum auch immer. Also so einen Glitch hatte ich auch noch nicht. Ja, geht nicht weiter. Ich muss das Rennen beenden. Warum? Ja, ich hänge im Baum fest. Entschuldigung. Kann nicht weiterfahren. Toll. Super. Geil. Rennen disqualifiziert. So, und wir holen ein Gelb hier und dann haben wir. Ausgezeichnetes Rennen. Sieg. Wieder ein großer Sieg. So, dann haben wir jetzt aber, glaube ich, die Meisterschaft abgeschlossen und haben. Uns natürlich dann den Sieg der Meisterschaft will. Genau. Ja, das ist richtig. Zeit haben wir auch noch ein bisschen, also können wir gleich oben mal rum. Können wir gleich noch ein Minispiel machen. Das war die letzte Meisterschaft dieser Autotour. Wenn du hier fertig bist, fahr zurück zum Festival, damit wir mit der Preisverleihung beginnen können. Ja, alles klar. Du mich auch. Sturm noch. Gut. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Wir wollten Müllspiel gucken. Fähigkeitsdings haben wir wirklich nicht mehr viel. Also, wir haben verfügbar gerade aktuell 2 und wir haben jetzt noch 6 Fähigkeitspunkte. Naja, jetzt nur noch 5. Und ja, das sollten wir machbar, also das sollte machbar sein. Dadurch, dass wir ja noch einige Meisterschaften offen haben. Und ja. Also brauchen wir insgesamt 3, 8, 11, 14, 19 Punkte noch. Damit wir dann alle Bonis freischalten. Und ja, dann schauen wir mal, was wir aus dem Needlespin noch kriegen. Ich fühle mich hier manchmal so bei Forza wie ein FIFA-Spieler, der Pack-Opening macht. Oh, schickes Auto. Nissan Pilelli Z432. Kenne ich vom Sehen her, aber von der Marke überhaupt nicht. Sagt mir nichts. Ja, 66.000 Pfeffs nehmen wir mit. Das ist ja niedlich, 6.600 Credits. Oh, ein Audi GT RS Coupé. Schick.
Gut, dann haben wir alle Wheelspins ausgenutzt. Und ja, dann würde ich jetzt gleich im Offstream praktisch zurück zum Festival fahren und dort meinen Preis abholen. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuschauen und falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.